Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir was machen, was leider nur sehr wenige Sprachen unterstützen, was ich aber durchaus ein sehr cooles Feature finde. Und man spricht hier oftmals von Mix-Ins, aber die haben auch ganz unterschiedliche Namen, teilweise haben sie sogar gar keinen Namen, dieses Feature. Aber wir wollen es uns trotzdem mal angucken. Und zwar, was der Sinn dahinter ist, damit ihr es auf jeden Fall mal gesehen habt, sind, wir können sozusagen Datenstrukturen aus anderen Datenstrukturen direkt erstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel eine Klasse Maybe erstellen. Und diese Klasse Maybe enthält jetzt entweder ein Just-Objekt oder ein Nothing-Objekt. So, und das ist auch tatsächlich jetzt schon alles, was man hier reinpacken muss. Was das dann im Endeffekt bedeutet, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Klasse Just. Die hält zum Beispiel ein Int A und eine Class Nothing, die einfach nichts enthält. So, und was das jetzt bedeutet ist, wenn ich mir jetzt irgendeine Funktion erstelle, kleines Beispiel am Rande, was man da natürlich machen kann. Wir machen das jetzt mit Floats, sorry, nicht mit Integern. Wir machen jetzt hier zum Beispiel eine, beziehungsweise eigentlich müsste man hier Just von A sagen oder sowas. Man müsste jetzt hier irgendwie eine Funktion, ach so, ein Maybe von A müsste man natürlich auch noch sagen, weil man irgendwie einen Parameter natürlich noch angeben muss hier. So, und wenn wir jetzt hier vielleicht sagen wollen, okay, wir haben eine Funktion, die gibt uns ein Maybe zurück. Warum, werden wir gleich sehen. Und die nennt sich einfach nur div für geteilt durchrechnen sozusagen. So, und was die macht ist, sie benutzt zwei Floats, also einmal Float A und einmal Float B, um ein Ergebnis zu errechnen. So, und dann müssen wir natürlich überprüfen, denn ihr wisst ja hoffentlich, wenn ich durch B teile, dann darf B nicht 0 sein. Das heißt, wenn ich A durch B rechne und B ist 0, dann geht die komplette Welt unter. Das heißt, irgendwo explodiert alles und wir sterben alle dran. Deswegen darf B niemals 0 sein. Und deswegen muss ich jetzt hier natürlich überprüfen, if B gleich 0, dann müsste ich jetzt hier irgendwas machen. Das heißt, ich dürfte nicht das Ergebnis zurückgeben, denn ich darf ja nicht durch 0 teilen. Ich müsste jetzt sowas wie NaN zurückgeben, aber das sind solche Magic Values und die sollte man möglichst vermeiden. Also NaN ist eigentlich nicht schön. Was man stattdessen sich überlegt hat, ist, okay, wir geben ein Maybe zurück und in dem Fall ist Maybe einfach Nothing. Das heißt, Nothing bedeutet, das Ergebnis ist Murks und ich kann damit nicht arbeiten. Das heißt, Return New Nothing. So, und ansonsten sage ich einfach hier, ich gebe jetzt was zurück und zwar return new just. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, ich habe jetzt hier den Konstruktor drin, der steht jetzt hier nicht drin, aber eher aus Platzgründen. Einfach einen Konstruktor denken, der halt den Float A initialisiert auf den Wert, den ich hier eingebe. Das heißt, ich gebe hier A durch B ein. So. Und in jedem Fall, im Endeffekt kann man das natürlich auch mit Vererbung machen. Das heißt, class maybe extends just und extends aber gleichzeitig auch nothing. Wobei beide so ein bisschen, so könnte man es eigentlich auch schreiben. Wobei beide so ein bisschen auch eigentlich Interfaces sein müssten. Ich kann ja nicht zweimal Extends benutzen. Deswegen, wie gesagt, dieses Feature wird eigentlich viel zu selten unterstützt. Aber mit zweimal Interfaces kann ich mir das natürlich auch irgendwie selber bauen. So, und was ich jetzt hier habe ist, ich gebe entweder ein Nothing zurück oder ich gebe ein Just zurück mit dem richtigen Ergebnis. Und wenn ich jetzt das Ding hier ausführe, dann kriegt der Empfänger auf jeden Fall ein Maybe zurück. Das heißt, er ist auf jeden Fall jetzt schon gewarnt. Hey, es kann ein Nothing zurückkommen, es kann aber auch ein Just zurückkommen. In jedem Fall muss er auspacken. Das heißt, er muss überprüfen, ob er hier ein Nothing in der Hand hat oder ob er ein Just in der Hand hat. Und wenn er ein Just hat, dann kann er das Ergebnis auspacken und kann damit weiterarbeiten. Aber wenn er Nothing in der Hand hat, dann weiß er, B war 0. Das heißt, hier ist irgendwas schiefgegangen. Nur so als kleines Beispiel, man kann es natürlich auch ohne das Feature von der Programmierseite hinbekommen, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze so in etwa darzustellen, ups, hier muss natürlich A durch B bleiben, das Ganze so darzustellen, dass man hier einfach einen Klassentyp als Vereinigung von zwei anderen Klassentypen hat und dieser Strich hier steht dann dafür, dass entweder das oder das gemacht wird. Okay. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Wie gesagt, das Feature wird sehr, sehr selten unterstützt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt vielleicht einen Einblick gekriegt, was man
auf andere Art und Weise viel effizienter lösen kann als mit Objektorientierung. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.